Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu unserem angespielt Let's Play Ultimate Admiral Dread Nuts. Wir haben einiges erforscht in der letzten Folge. Wir sind zeitlich hier ein wenig vorangeschritten und befinden uns jetzt hier im Herbst des Jahres 1890 und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Mark II, 2-inch Guns. Das bedeutet verbesserte 5,1 Zentimeter. Ist das, sollen wir da noch 2 Monate warten? Oder ist es nicht so wichtig? Ich würde sagen, nein. Nee. Wir gehen jetzt hier in das Shift-Design und werden einen... Ach, warte, ich will gerade eben noch hier mal nochmal in den Research gehen, also in die Forschung. Ich habe ein paar Sachen falsch verstanden. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier neue... Schiffsrümpfe, weil hier steht New Hulls Available. Die waren aber schon verfügbar. Ja, wir haben jetzt hier nur das New Structural Steel erforscht, was die vorhandenen Rümpfe resistenter, besser in der Form und im Gewicht macht. Also geht ein bisschen besser durch die See, ist ein bisschen schadensresistenter und ein bisschen leichter. Also wir haben insofern nicht das gewonnen, was ich irgendwie dachte. Ich dachte, wir bekommen irgendwie neue Schlachtschiffrümpfe. Aber mein Gott, das ist nicht so wild. Wir haben vor allen Dingen hier jetzt Ship Construction Time geht ein bisschen runter. Und wir haben neuen Stahl, den wir dann jetzt aber auch wirklich mal verbauen werden. Ich hoffe mal, die Folge bleibt bei einer halben Stunde. Jetzt bin ich irgendwie gerade auf den Desktop geflogen, warum auch immer. Das passiert mir leider des Öfteren. Dann schauen wir mal. Kaiser Wilhelm der Große. Warum eigentlich nicht? Machen wir so. Kaiser Wilhelm der Große ist eigentlich ganz cool. Also es ist Kaiser Wilhelm der Erste, ne? So, wir haben 11.000 Tonnen. Wir könnten dann jetzt mit unserem neuen Dock sogar 15.000 Tonnen bauen. Das ist sogar mehr, als dieser Rumpf kann, glaube ich. Mal, wie geht's mal? Ne? Also der kommt auf keine 12.000 Tonnen. Da haben wir dann echt Luft nach oben. Geschwindigkeit 18 Knoten lassen wir erstmal. Wir gucken dann mal, wie sich es gleich mit der Engine Efficiency verhält. Die Range lassen wir auch mal auf 8000 Knoten. Ja, Bulkheads, da gehen wir jetzt mal drauf. Bulkheads sind Schotten letzten Endes oder Schottwände. Schotten sind ja die Türen sozusagen, Schottwände. Das dient eben dazu, dann das Schiff hier in Decks und Abteilungen zu unterteilen, was ein Sinken dann oder eine komplette Flutung unwahrscheinlicher macht. Ja, also ihr seht es auch hier, improves overall flooding protection, improves overall fire protection. Ja, also auch bei Feuer, wenn es in einer Sektion hier brennt, ja, dann kann man die Schotten schließen, um eben die Rauchausbreitung im Schiff, was sehr gefährlich ist, zu unterbinden oder zu minimieren. Oder eben auch dann Wassereinbruch so zumindest zu limitieren, um dann vielleicht sogar stückweise das Wasser zurückzudrängen mit Hilfe von Lenzpumpen und Leckabwehrtrupps. So, dann haben wir den Beam. Das ist die Breite. Ja, also da, das ist, könnte jetzt interessant sein. Wir lesen uns mal durch, was hier passiert. Also, the width of the hull greatly affects the ship's maneuverability, stability and resistance against hits. Also, die Breite des Schiffs tangiert hier natürlich die Manövrierbarkeit. Schmale Schiffe gehen natürlich leichter durch die See als ein dickes, aber die werden instabiler, ne? Und vor allen Dingen dann auch natürlich schadensanfälliger. Das hier ist die Höhe.
Ja, also die Höhe vom Rumpf. So. Greatly affects the ship manoeuvrability ebenfalls, ja. Also die Manövrierbarkeit, Stabilität und Resistance gegen einfliegende Granaten. Wir lassen das erstmal auf 0% und fangen erstmal an zu bauen und gucken dann mal, ob wir eventuell hier ein bisschen mehr Breite bekommen. Natürlich, wenn ihr das Schiff breiter macht, könnt ihr auch mehr Waffen unterbringen, ist ja klar. Also, wir fangen hier mal beim Turm an. Alles wird hier State of the Art. Wir wollen trotzdem mal die Werte mal ein bisschen gucken. Ja. Long Range Accuracy plus 4. Also, es ist. Ja, so groß ist der Unterschied nicht. Also es ist kein Quantensprung. Ich werde es erstmal hier so relativ mittig setzen. Sehr schön. Hier sehen wir die Brücke. Das kann sein, dass das Schiff auch von hier oben geführt wird und bei schlechtem Wetter halt hier von hier geführt wird. Weil ihr seht auch hier, das wird ein Kompass sein. Solche Dinger hier sind oftmals, ja, so, wie soll ich sagen, wo man so ein Fernglas mit Gradzahlmesser draufschraubt oder so. Ja, irgendwie sowas wird das sein. Das sind die Nocken hier übrigens. Hier ist sowohl ein Ausguck drauf, ihr seht auch sehr schön hier einen Scheinwerfer. Ich weiß gar nicht, ob das ein reiner Scheinwerfer ist oder ob das eventuell auch zum Morsen für befreundete Einheiten ist. Hier oben auch nochmal. Ja. Und bei den Nocken hier werden dann die Anleger gefahren vom Kommandanten. Also der steht dann hier, wenn ihr hier auf Steuerbordseite anlegt, steht dann hier der Kommandant und führt das Boot dann eben an die Pier. So, Rear Tower machen wir ebenfalls. Tier 2, haben wir hier schon einen Entfernungsmesser? Kann das sein? Weiß ich nicht genau, was das sein soll. Aber die Modelle finde ich wirklich unglaublich cool gemacht. Na, hier oben Krähennest. Ja, das war damals noch sehr wichtig, wie bei Segelschiffen tatsächlich, ne? Aber beim Gefecht hier oben im Krähennest zu sein, ey, puh, das ist doch ganz schön krass. Wir werden natürlich jetzt hier den besten Schornstein verbauen, den wir haben. Ja, und ihr seht, Engine Efficiency ist eine, ja, Katastrophe. Aber es ist nun mal der beste. Ich guck mal, vielleicht können wir, oder, warte mal, vielleicht können wir auch einfach Funnel Capacity. Ja, besser. Machen wir so. Ja, manchmal sind dann. Der ging. Da ging ja nicht zwei von, ne? Nee. Wegen dieser ollen Boote. Das ist doch schon mal ganz cool. Okay. Dann haben wir hier die Barbetten. Können wir aber nicht verbauen, oder was? Warum eigentlich nicht? No Mounts. Sind nicht vorgesehen bei dem Schiff. Gucken wir mal, was wir hier für eine Panzerung bis jetzt haben. 37 cm. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt die Geschütze drauf machen, gehen wir mal weiter hier mit den ganzen Komponenten, also Kohle, normale Boiler. Aber wir haben jetzt hier eine Steam Engine. Das erhöht nicht. Das erhöht. Müssen wir mal gucken. Das erhöht oder senkt nicht die Engine Efficiency. Das ist schon mal sehr interessant. So, jetzt gucken wir uns mal hier den Horsepower-Wert an. Der bleibt gleich. Aber wir sind, die ist halt 200 Tonnen leichter, ne? Dadurch. Ne? Also wir haben bei gleicher Leistung haben wir eben dann hier eine Gewichtsersparnis. Ne? Das ist eben diese Horsepower per Engine Tonnen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier Semi-Balance eingebaut. Have the axis not fully centered, so the
Das auf keinen Fall. Acceleration, Turning Rate minus 15. Da geht nochmal Gewicht runter. Sustained Speed while Turning. Also er verliert beim Drehen weniger Geschwindigkeit. Wir haben halt eine sehr, also doch bedeutend eingeschränkte Drehrate des Schiffs. Allerdings wird das Ruder schneller umgelegt, ne? Also ich würde das doch mal auf Balanced machen. Ja, leichte Gewichtsersparnis, aber das ist nicht der Regel wert. So, jetzt haben wir hier Nickelstahl. Da werden wir nochmal ein bisschen Tonnage sparen. Nee, gar nicht. Oh Gott, ich bin schon wieder auf dem Desktop gelandet. Armor Cost, Armor Weight. Ach doch. Nee. Ah ja, Iron Plate ist minus 80. Belt Extended. Da sparen wir extrem ein. Allerdings ist es auch wesentlich schwächer, ne? Wir bauen natürlich die hier ein. Da haben wir dann eine 40% mehr Panzerung. Nochmal 5% mehr als Compound. Besser als nix. Da haben wir nach wie vor Single, Standard Bulkheads, Zitadelle natürlich. Aber wir haben jetzt hier schon mal unser Rangefinding Equipment. Das ist sehr cool. Gun Aiming Speed geht hoch. Gun Base Security plus 2%. Vor allem Gun Aiming Speed ist auch extrem cool. Wir haben natürlich ein bisschen Gewicht dann auf dem Turm, aber damit kann ich gut leben. Das ist doch wirklich schon mal fantastisch. Machen wir hier gleich mal. Ah ja, okay. Aber erstmal 2,5 Zitadellenpanzerung. 18 Knoten. So, wir haben 3700 Tonnen ungefähr. Centerline Guns, also die hier mittig platziert sind. Jetzt will ich mal schauen. Auf eine Entfernung von 1000 Meter haben wir eine Penetration von 36 Zentimeter. Ja, und wir haben hier ja schon 32. Das geht natürlich noch ein bisschen hoch. Das sind schon ganz schöne Brummer, ne? 28 Zentimeter hier. Könnten wir unsere Panzerung noch auf 5000 Meter durchschlagen. Meter sind hier gar nicht mehr aufgeführt. Shell Weight. Ah, das macht er auch. Ne? Da wiegen hier die Geschosse auch 100 Kilo mehr als da. Das ist schon enorm. Ich würde es mal mit 28 Zentimetern probieren. Erstmal. Natürlich eine Doppellafette. Sieht das geil aus, ey. Zack. Ich glaube es. So. So. Das ist ein Ding. Dann machen wir erstmal die Sekundärartillerie. Was haben wir da jetzt? 28 Zentimeter, ne? Dann die Sekundärartillerie. Ah, okay. Interessant. Ah, nee. Können wir hier auch noch ein Hauptgeschütz? Ja. Könnten wir. Das ist natürlich schon krass. Können wir da auch ein 28 cm Geschütz? Nee, oder? Ja. Boah.
Krass. Okay. Das ist schon ganz schön heftig, ne? Nee, aber das ist dann. Boah. Nee, das ist. Das ist ein bisschen zu übertrieben. Wir können ja. Alles nur Einzellaufhätte. Da hätten wir noch 1000 Tonnen. Bin ein bisschen. Wir machen erstmal die Kasematten. Würde ich mal mit 10 cm. So. Torpedo Launch aus. Nee, verzichten wir mal drauf. Sekundärartillerie. Gucken wir mal. Ja. Könnten wir, hier könnten wir Sekundärartillerie draufsetzen. Was haben wir jetzt, Kasematte? Auch 10, ne? Ja. Ist schon ganz schön doll. Könnten, ja, das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Machen wir hier noch 12 cm. Oder? Das ist doch gar nicht so blöd. Forward Offset. Okay, dann müssen wir jetzt mal. Geht natürlich nicht. Scheiße. Krass. Okay, kommt es von dem Schornstein oder wie? Ja, scheiße. Damit. Wir haben ja immer noch 16. What the fuck, ey? Machen wir mal 15 cm. Okay, machen wir das ganz anders. Was hat mir da? 28 cm. Ja, ist es dann irgendwie eher so gedacht oder was? Ja, da kommt das durch die schweren Kasemattenkaliber hier. Ja. Probier es nochmal. Nein, könnten wir machen, ne? Also man muss dann halt immer Breitseiten schießen. Wir hätten halt nichts zum Feuern, wenn wir auf den Gegner. Boah, das ist echt krass, ne? Wenn dann jetzt hier noch die Kasse, ich nehme mal die kleinen Kaliber. Aber das macht nichts, da doch ein bisschen schon. Also. So, also die machen wir auf jeden Fall mal drauf. Aber das. Ein bisschen merkwürdiges Konzept hier. Aber
können höchstens noch Torpedo-Launchers. Ach dann. Zack. Und dann halt Main Guns, Centerline. Ich bin ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so geht's, aber das ist doch irgendwie Crap, oder? Also, das kann doch nicht euer Ernst sein. Habe ich da jetzt Sekundärartillerie vorne drauf? Was ist denn der Unterschied hier eigentlich? 100 Tonnen. Was ein Crap, ey. Ja, sieht wohl so aus, als ich kann ja hier noch ein bisschen, gehen wir halt hier auf 17 cm hoch, dann haben wir das ein bisschen besser ausbalanciert. Gürtelpanzerung machen wir mal hoch, 40 cm. Mehr geht nicht. Ja, Afterdeck-Panzerung können wir auch noch hoch. Ah ja, okay. Ah, das ist doch schon mal ganz gut. Das bringt doch einiges, ne? Zitadelle geht da nochmal ein bisschen runter. Ja, aber... Also, oder wir nehmen kleinere Kaliber. Kotzen. Ist es zum Kotzen? Machen hier. Gun-Kaliber. Das war auf 12 cm. Jetzt sind die Kasematten nicht Esel.
nochmal. Ach, wir lassen ihn mal auf 12 cm, warum nicht? Hier wollte ich. A longer arrival increases the shell's range and muzzle velocity. Okay, das war zu viel. Machen wir 26 cm. Kriegen wir nicht genau hin. 26,1. So, und dann haben wir hier auch ein bisschen größeres Geschütz. Dann haben wir dieses olle Torpedorohr da achtern. Dann können wir hier ein bisschen noch an der Panzerung rumschrauben. So, wir gehen hier auch nochmal runter. So. Und top. Aber brauchen wir, glaube ich, auch nicht so viel. Wie gesagt, Steilfeuer haben wir ja nicht, aber die Babetten können wir ein bisschen verstärken. 33 cm. Und dann gehen wir lieber hier noch ein bisschen hoch. Ship is overweight, überhaupt nicht. So. Dann würde ich sagen, wir überprüfen das alles mal. Also, Kaiser Wilhelm der Große, 11.000 Tonnen, 18 Knoten macht die. Kriegen wir auch noch mal ein bisschen Gewicht, wenn wir hier runter gehen. Plus die Engine Efficiency geht hier runter. Ich will es noch mal probieren hier gerade. Aber das war dann wirklich unbearable, oder? Wenn wir das hier mit den... Nee, das geht jetzt. Jetzt sind wir halt natürlich hier... Das ist doch wesentlich besser. Dann können wir entspannt 18 Knoten laufen. Dann müssen wir halt hier nochmal ein bisschen Panzerung rausnehmen. Some guns have poor sector of fire. Das ist das hier wahrscheinlich, ja. Was soll man dazu sagen? Das ist schon richtig mies, muss man sagen. Mit diesem, also das ist ein dämliches Rumpfkonzept. Mit 20 cm. Bei den Kasematten haben wir. Ja, wo sind denn die Weapons? Hier. Naja, 12 cm ist doch ganz ordentlich eigentlich. Dann haben wir hier noch 5 cm. Torpedo Tube. Ja, aber den müssen wir verbauen, sonst. Was hat er? Aus welchem Winkel schießt er? Der schießt dann wirklich nur nach Achtern, ne? Na, wo bist du da? Okay. Ja, pure Sector of Fire ist halt so. Kann ich nicht ändern. Das,
Da muss ich mit unseren Ingenieuren noch mal ein ernstes Wörtchen reden. So, dann haben wir hier ist ja auch alles genau. Maximal, nee. Standard Ratio. Sekundär machen wir increased. Panzerung sieht soweit gut aus. So. Okay, dann würde ich sagen, wir safen das Design mal. Achthundert PS. 18 Knoten finde ich ganz cool. Ship Maintenance sind 90,118. Oder heißt es 90.000? Nee. Weiß ich jetzt nicht, wie das Komma gemeint ist. Ja, doch, das ist 90.000 pro Monat. Ne? Hier sind ja auch 11.000 Tonnen. Ah, das haben wir noch nicht. Moment mal. Die Crew, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ihr könnt hier Reiter, die Decks sozusagen, die Crew-Decks festlegen, wie die gestaltet sind und ja, ob die viel Platz haben, ob die wenig Platz haben. Das heißt im Endeffekt, wie viel Besatzung ihr an Bord habt. Hier seht ihr die Crew-Info. Ja. So. Training Level Cadets, okay, Kompliment sind 650 Mann Besatzung. Und hier seht ihr dann die jeweiligen, sag ich mal, Sektionen, wie viel Mann die mindestens brauchen. Wir haben jetzt hier die Mindestbesatzung auch an Bord. Das heißt aber, bei dem Treffer und Ausfälle der Crew sind wir dann unter Minimum. Macht ihr das hier nach oben? So. Ja, dann, ach Gott, diese Tooltips, ich habe sie gelobt, aber irgendwie nerven sie auch ein bisschen. Ne? Also dann seid ihr jetzt drüber und habt so ein bisschen Reserve. Das werden wir auch machen. Und da müssen wir halt hier bei der Tonnage noch mal ein bisschen runter. Wir könnten allerdings auch bei der Range runtergehen. Dann kommen wir bei der Crew sogar nach oben. Aber natürlich. Verbraucht das auch die Ressource Crew, ne? Das muss man halt, dessen muss man sich auch immer bewusst sein. Vielleicht machen wir mal. Gehen wir hier auf 19 Knoten hoch. Ja. Machen wir das halt so. Da gehen wir hier zwar ein bisschen runter mit Engine Efficiency. Aber das ist dann so. Ja, also man muss hier immer die Balance halten zwischen den verschiedensten Komponenten. Und die eine Lösung gibt es bei diesem Spiel nicht. Und das finde ich eigentlich immer großartig, ja, dass nicht irgendwie jemand sagt, so hier, ich habe es jetzt rausgefunden, macht es so und dann ist es immer richtig. Sondern es ist eine Frage, wie setzt ihr dieses Schiff ein? Was habt ihr generell für eine Flottendoktrin? Ja, also wie wollt ihr einfach eure Flotte gestalten? Wollt ihr schnelle, scharfe Schläge führen? Oder wollt ihr den Gegner mit Masse überrollen? Oder mit Zähigkeit eben lange im Gefecht bleiben? Oder eine Hit-and-Run-Taktik führen und so weiter, ja? Und danach designt ihr eben eure Schiffe. Und ich hoffe dann, dass das sich auch aufgeht in den Missionen. Und auch, ich hoffe mal, da kommt später halt noch einiges mehr dann an Vielfalt, wie wir dann auf der Strategiekarte die Schiffe einsetzen können. Und wie baue ich jetzt so ein Schiff? Hier, Buildship. Und zwar werden wir einfach mal 5 Stück bauen. Oder machen wir 3, oder? Wann kriegen wir denn unser nächstes? Wissen wir nicht. Dann bauen wir mal 5. Wir haben ja noch keine Schlachtschiffe. Nee, Ship Design hier. Buildship. Zack. 14 Monate Bauzeit. Kaiser Wilhelm II., Mecklenburg, Bayern, Sachsen, Kaiser Wilhelm der Große. Ja,
Das war das. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ideen, Kritik, Anmerkungen gerne in die Kommentare damit. Daumen nach oben, Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Nicht vergessen, bitte. Ich bin der Basti und ich bin raus. Ciao, ciao.